Aber nun zu dem, wofür Fidschi wohl weltbekannt ist. Hier gibt es einige der schönsten noch intakten Korallenriffe, die zum Schnorcheln und Tauchen einladen. Schon der Flug mit der zweimotorigen Turboprop nach Tavioni bietet atemberaubende Aussichten auf kilometerlange Riffe, die den Inseln vorgelagert sind. Schon aus dem Flugzeug entdecke ich die Bucht auf der Insel Vanualevu, in der meine nächste Protagonistin ihr Tauchresort betreibt. Ein Taxi fährt mich zu dem Strand, an dem bereits ein Boot auf mich wartet, das mich zum Tauchresort übersetzt. Denn Straßen, Geschäfte und allgemeine Stromversorgung gibt es für die nächsten 3 Tage dort nicht mehr. Die Überfahrt nach Viani Bay dauert ca. 20 Minuten und mein gesamtes Equipment wird unter einer Plastikplane verstaut. Zum Glück gibt es aber am frühen Morgen kaum Wellengang. Bei der Einfahrt in die Bucht wird klar, das Resort ist nur von türkisblauem Wasser und tropischem Wald umgeben. Hier muss alles mit dem Boot angeliefert oder selbst produziert werden. Marina Walser lebt seit 2017 dauerhaft hier und hat mit ihrem fidschianischen Partner hier am Rainbow Reef dieses abgelegene Tauchresort aufgebaut. Was hat sie hierher verschlagen? Ich war in einem Corporate Job, also ich war im internationalen Management, Strategie, Marketing, Geschäftsentwicklung, vorrangig für Software- und Serviceunternehmen und habe eine tolle Karriere gehabt in meinem Leben. War viel unterwegs, international auf Reisen. Ich habe auch immer das internationale Arbeiten sehr gemocht. Aber irgendwann war das nicht mehr das Richtige für mich. Ich hatte das Gefühl, es sind zu viele Dinge in meinem Leben, die nicht wirklich relevant sind. Und das hat mir nicht mehr gefallen. Der 57-Jährigen ist es wichtig zu betonen, dass ihr Wegzug aus Deutschland keine Entscheidung gegen ihr Heimatland war, sondern eine bewusste Entscheidung für ein anderes Leben. Mein Traum war, ich will in den Tropen leben. Ich will die Möglichkeit haben, tauchen zu gehen, wann immer ich will. Ich will mich im Meeresschutz engagieren, den Locals helfen, mit was immer ich beitragen kann und irgendwie mein Leben finanzieren. Nichts Großes. Und Johnny hatte den Traum, zurück in seine Heimat nach Fidschi zu kommen, seinen eigenen Dive-Shop zu haben, sich im Meeresschutz zu engagieren, den Locals zu helfen. Und ja, da war natürlich ein ziemlicher Überlapp. Und dann haben wir in endlosen Nächten auf dem Balkon in Darmstadt bei Rotwein, Baguette und Käse und Salami den Traum von Dive Academy Fidschi kreiert. Seit 2017 bauten die beiden hier Schritt für Schritt ihre neue Existenz auf. Ein Boutique-Hotel für Tauchbegeisterte. Die Bungalows entstanden aus Kokosstämmen und einheimischen Harthölzern. Für jeden gefällten Baum pflanzten sie 2 Bäume nach. Denn Nachhaltigkeit ist Marinas oberstes Gebot. Mittlerweile beschäftigen sie insgesamt 17 einheimische Angestellte. Ein Großteil des Menüs stammt aus dem eigenen Garten und natürlich aus dem Meer. Aber bis dahin war es ein langer Weg, denn vor 6 Jahren war alles nur ein Stück unberührte Wildnis. Als wir hierher kamen, war hier nichts. Also hier war Busch. Nicht nichts, sondern Busch. Und viel Schlamm, Sumpf hier vorne, hunderte verrotteter Kokosnüsse und Blätter und viel Geräusch, viele Moskitos. Und dann haben wir angefangen, haben unser Zelt hier aufgeschlagen und dann mit der Hilfe der Nachbarn peu à peu hier alles freigeräumt und unsere Anlage aufgebaut. Alles, was wir hierher bringen, haben wir auf unserem kleinen Fiberglasboot hergebracht. Jeden Nagel, jeden Sack Zement, den Kompressor, Generator, Möbel, alles. Eine permanente Strom- und Wasserversorgung gibt es hier nicht. Alles musste selbst organisiert und installiert werden. Die Tanks hier, die man fast nicht sieht, zum Glück, sind Teil unserer Wasserversorgung. Wir sammeln zum einen ein bisschen Regenwasser. Das meiste Wasser kommt von der Quelle
oben am Hügel. Über verschiedene Tanks wird das dann, Gravity Feed, kommt es hier in diesen 5000 Liter Tank. Und von dort werden dann die Bungalows und die Küche versorgt. Da wir in der Trockenzeit teilweise sehr wenig Regen haben, füllen wir diesen zweiten Tank mit Salzwasser für die Toiletten. Wer sich für einen Tauchaufenthalt im Viani Bay Resort interessiert, sollte deswegen auch kein Langzeitduscher oder Stromjunkie sein. All das sind wertvolle und knappe Ressourcen. Marina bietet auch Tauchlehrgänge an. Heute gibt es einen Auffrischungskurs für ihren Angestellten Leo, der sich von ihr zum Tauchlehrer ausbilden lässt. Mit deutscher Genauigkeit waltet Marina ihres Amtes. Für Fijianer ist das aber auch eine spürbar neue Erfahrung. Dann geht es los in Richtung Riff. Aber was ist so speziell an gerade dieser Tauchlocation? Und worin besteht die Faszination des Tauchens für die ehemalige Unternehmensmanagerin? Wir sind hier am berühmten Rainbow Reef. Das ist nicht nur ein Riff, das ist eine Gegend, ein Riffsystem. Gehört zu den Top 5 bis 10 Tauchgebieten in der Welt und ist bekannt für seine wundervollen Weichkorallen und extreme Artenvielfalt, von ganz klein bis ganz groß. Und das Rainbow Reef ist eins der, ich würde sagen, letzten großen, intakten Unterwasserökosysteme. Tore! Tore! Sobald du unter Wasser bist, ist das Meditation pur. Da stresst dich niemand. Da zählt einfach nur sein. One, two, three. Marina genießt die Einfachheit ihres neuen Lebens. Lebensqualität hat sie für sich neu definiert. Konsum und Luxus sind nun unnötige Relikte aus ihrer Vergangenheit. So, und hier ist mein bescheidenes Zuhause. Und das ist ehrlich gesagt zu groß für mich. Ich hätte gerne eine größere Veranda, weil ich sitze am liebsten im Freien. Und ich habe innen zwei Räume, einen Wohnraum, einen Schlafraum und Badezimmer. Aber ich brauche nur einen. Meine gesamte Wäsche passt in zwei Wäschekörbe. Und das ist alles, was ich habe. Grundsätzlich ist Fidschi eigentlich ein wirklich gut geeignetes Land für Ausländer, um sich niederzulassen. Es ist ein friedliches Land, es ist eine Demokratie, es gibt keinen Extremismus. Und Englisch ist eine der drei Nationalsprachen. Das heißt, alle Gesetzestexte sind in Englisch, die Parlamentssitzungen sind in Englisch, die werden auch live übertragen. Und nicht wie in Thailand, da kann man nichts lesen. Das ist alles in Thai, wenn man die Sprache nicht beherrscht. Man kann als Ausländer Land kaufen. Man darf als Ausländer auch ein Geschäft haben und muss nicht zwangsläufig einen einheimischen Partner dafür haben. Und das sind natürlich ideale Voraussetzungen, würde ich mal sagen, um hier was aufzubauen. Und die Behörden habe ich grundsätzlich als unterstützend und hilfsbereit empfunden. Ihr Partner Johnny hat 7 Jahre in Deutschland verbracht. Während der Corona-Zeit, als auch hier im Resort die Gäste ausblieben, weil auch Fidschi die Grenzen dicht gemacht hat, hat Johnny angefangen, Meersalz zu produzieren, um ihren Einkommensverlust etwas abzufedern. Mittlerweile gibt es sein Salz in vielen Geschmacksrichtungen und ist zum Verkaufsschlager geworden. Das Wasser hole ich aus der Tiefe direkt am Rainbow Reef. Ich fahre mit dem Boot dorthin und fülle es in Tonnen. Dort gibt es viel Strömung und sauberes Wasser. Schon bevor ich nach Deutschland gegangen bin, hatte ich bereits den Traum, ein eigenes Tauchgeschäft zu eröffnen. Diesen Traum habe ich nie aufgegeben. Ich wollte eines Tages nach Fidschi zurückkehren und genau dies tun. Aber ich hatte dafür selbst kein Kapital. Glücklicherweise habe ich dann Marina getroffen, um das umzusetzen, da sie genau dasselbe vorhat. Ich habe in der Tauchschule gearbeitet, Tauchzentrum in Frankfurt.
und als auch als ein Bademeister gearbeitet und Saunameister. Die Deutschen sind sehr hilfreiche Menschen. Sie helfen überall auf der Welt. Und wenn sie sehen, dass man selbst auch hart arbeitet, helfen sie einem sogar umso mehr. Ich war dort nicht ein einziges Mal von Rassismus betroffen. Ich habe in Deutschland viel gelernt, auch die deutsche Sprache. Und ohne die Erfahrung, dort in einem Tauchshop gearbeitet zu haben, wäre ich nicht in der Lage, hier ein Tauchgeschäft zu führen. Die Erfahrungen aus Deutschland habe ich also hier nach Fidschi mitgebracht. So I gathered all this experience in Germany and I brought it back with me to Fiji. Marina engagiert sich außerdem bei der Erhaltung und der Restauration der Riffe. Sie möchte dem Land, seinen Menschen und der Natur etwas zurückgeben, sagt sie. Dafür haben die beiden in der Bucht ein Projekt ins Leben gerufen, bei dem in einem angelegten Korallengarten sowohl neue Korallen herangezüchtet werden, als auch Teile eines Riffs mit Hilfe von abgebrochenen Korallenfragmenten quasi aufgeforstet werden. Coral Gardening heißt das im Fachjargon. Dazu werden Zementbälle vorbereitet, mit denen die Korallenstücke später an den beschädigten Abschnitten wieder festzementiert werden. In der Bucht gibt es ein Riff, 1,4 Kilometer Länge. Und das ist jetzt geschützt. Die Locals haben zugestimmt, es zu schützen. Und im letzten Jahr wurde das dann von allen Chiefs hier für die Region abgenickt und das Riff für 30 Jahre unter Schutz gestellt. Als erstes wird am Riff nach gesunden Korallenbruchstücken gesucht. Dann werden Stellen ausgemacht, an denen die Wahrscheinlichkeit eines Anwachsens aussichtsreich erscheint. Da nur mit Schnorchel und Flossen gearbeitet wird, muss der Arbeitsprozess mit jeweils zwei Tauchern koordiniert ablaufen, da die Zeit unter Wasser begrenzt ist. Die Stelle muss zuerst gesäubert werden, damit der Zement gut anbinden kann. Das Korallenbruchstück wird dann platziert und von einem zweiten Taucher mit den vorbereiteten Zementbällen befestigt. Last one. Marina ist in ihre neue Wahlheimat, also sprichwörtlich, eingetaucht. Welche Tipps hätte sie denn für andere Auswanderungswillige, die noch am Überlegen sind, ob und wohin sie vielleicht auswandern wollen? Ich denke, es ist erstmal wichtig zu wissen, was man denn überhaupt will und was man erwartet. Und auch zu hinterfragen, wo kommt die Unzufriedenheit her und ist das in einem anderen Umfeld weg? Abend gibt es in geselliger Runde Barbecue und Kava, das traditionelle Getränk aus der Wurzel der Kava-Pflanze, die zu den Pfeffergewächsen zählt. Es schmeckt erdig und betäubt, je nach Stärke, erst Zunge und Rachen, bevor es seine beruhigende Wirkung im ganzen Körper entfaltet. Zeit für ein Fazit. Fidschi ist ein wunderbares Land, wunderbare Menschen, freundlich, offen, ehrlich. Diese Freundlichkeit ist keine Touristenfreundlichkeit, das ist nicht aufgesetzt. Insbesondere, wenn man hier in die Remote Areas kommt, auf der Hauptinsel in den großen Resorts, ist das schon wieder ein bisschen anders. Aber hier extrem warmherzig, offen, welcoming, wunderbar. Tolles Klima, eher moderat, nie so heiß und feucht wie in Südostasien. Und ausländertauglich, ja. Und man wird auch aufgenommen, wenn man sich auch anpasst ein bisschen und umgekehrt auch respektiert. Denn die Locals waren hier zuerst und wir sind als Gast hier. Und von daher muss man sich natürlich schon auch an die Kultur anpassen. Das gilt überall. Bye.
Tag, wenn du auf.